ein Stockwerk tiefer warf sie einen kurzen Blick in den Schlafsaal der Neuzugänge. Das Fenster war zerbrochen und eines der Kinderbettchen, dasjenige mit der Nummer 31, war umgestoßen worden. Der Anblick genügte Emily, um sich erneut der seltsamen Begegnung mit der Ratte zu entsinnen. Was war hier nur geschehen? Wer war diese Kreatur gewesen, die im Nebel verschwunden war? Warum hatte die Ratte sie gebeten, auf Mara aufzupassen? Dann klärten sich plötzlich ihre Gedanken. All diese Fragen würde sie später beantworten können. Oder auch nicht. Wenn der Tumult sich gelegt hätte, würde der Reverend sich fragen, was sie, Emily Lang, in der Kammer zu suchen gehabt hatte. Man würde sie bestrafen, zweifelsohne. Mr. Meeks würde sie auf Geheiß des Reverends in die Dunkelkammer unten im Kellergewölbe sperren, wo ihre einzige Gesellschaft Spinnen und anderes krabbelndes Getier sein würden. Und das für mehrere Tage. »Nummer 9!« hörte sie Dumbey Junior schreien. Er kam die enge Treppe heruntergepoltert. »Du bist in die Kammer eingebrochen, wie ich gehört habe.« Er war hinter ihr her. »Was hast du dir dabei gedacht, du kleine Missgeburt? Und was hast du mit dem Verschwinden von Nummer 31 zu tun?« Emily dachte nicht einmal nach, rannte einfach los. »Bleib stehen, kleines Miststück«, rief ihr Verfolger. »Niemand verlässt das Haus ohne Erlaubnis. Ich verbiete dir abzuhauen.« Gleichzeitig zu schreien und zu laufen fiel ihm sichtlich schwer. Emily erreichte das Erdgeschoss und rannte zur Tür, rüttelte am Schloss und stellte erschrocken fest, dass sie verriegelt war. »Steh still!« Ihr Verfolger war ihr auf den Fersen. Es gab aber noch einen Weg nach draußen. Emily flitzte die Kellertreppe hinunter, wo sie auf eine erschrockene Aurora Fitzrovia traf. »Keine Zeit für Erklärungen«, keuchte Emily. »Ich werde abhauen.« Ihre Freundin blickte überrascht rein. »Wo willst du denn hin?«, fragte Aurora. »Einfach nur weg«, antwortete Emily. »Was ist da oben passiert?« Emily war sich bewusst, wie verrückt es klang. »Ein Werwolf hat Mara geraubt.« »Den Neuzugang?« Emily war überrascht, weil sie nicht nach dem Werwolf fragte. »Ja.« »Was hat das mit dir zu tun?« »Ich habe keine Ahnung. Das war die Wahrheit.« »Und du wirst zurückkehren?« Emily nickte. Er griff kurz Auroras Hand. Drückte sie. »Ja.« Aurora schluckte. »Versprochen?« Emily ergriff nochmals die Hand ihrer Freundin und drückte sie fest. »Versprochen«, meinte sie. Der Augenblick endete viel zu früh. Das wütende Geschrei Dombey Juniors wurde lauter. Die beiden Mädchen wussten, dass sie sich nun trennen mussten. »Lauf«, sagte Aurora zum Abschied, und Emily tat, wie ihr geheißen wurde. Aus dem Waisenhaus zu fliehen bzw. einen Weg hinauszufinden, war niemals das Problem gewesen. Die Entschlossenheit, es zu tun, daran scheiterten die Pläne der meisten Kinder. Jeder hatte Angst vor dem, was nach dem Waisenhaus kommen würde. Doch statt darüber nachzudenken, was ihr wohl bevorstünde, handelte sie. Lief, rannte, so schnell ihre Füße sie zu tragen vermochten. Hinab in den Keller, hinein in die Küche, wo sie sich hastig die alte Jacke überstreifte, die sie immer in den Morgenstunden trug, wenn die ersten Lieferungen eintrafen. Hinauf durch den Lieferanteneingang, dessen Schloss sich jederzeit mit dem Schlüssel öffnen ließ, der neben Mrs. Philbricks Herz an der Wand hing. Und hinein in die eisig klirrende Nacht. Emilys Atem vermischte sich mit dem dichten Nebel, der ihr sofort die Orientierung nahm. Da waren die hohen Mauern des Waisenhauses über ihr, die matt glimmenden Straßenlaternen vor ihr. Das Labyrinth des nächtlichen London hieß sie willkommen. Die Angst hatte Besitz von Emilys kleinem Herzen ergriffen und ließ sie schneller und schneller laufen. Natürlich hatte sie noch die Fratze des Wesens vor Augen, das Mara gestohlen hatte. Irgendwo hier draußen musste sich die Kreatur noch herumtreiben. Doch wollte Emily in diesem Augenblick nur davonlaufen. Weg vom Reverend und seinem Waisenhaus. Weg von ihrem bisherigen Leben. All das wollte sie hinter sich lassen, und als sie in den letzten Zug sprang, der Rotherhithe in dieser Nacht verließ, die Türen surrend hinter ihr zugingen und sie nach Luft schnappend und zitternd in dem warmen, menschenleeren Abteil in einen Sitz sank, da schloss sie zum ersten Mal seit Stunden die Augen und hoffte inständig, das Richtige getan zu haben. Zweites Kapitel. Wittgenstein. Nicht einmal die Ratten konnten die kleine Emily Lang vor allem Übel bewahren, wenngleich sie es, beherzt wie sie nun einmal sind, versuchten. Die U-Bahn brachte das kleine Mädchen bis nach Whitechapel, wo sie orientierungslos durch die Tunnel irrte und schließlich die grüne Linie bis hinauf nach Notting Hill Gate bestieg.
Dort angekommen, stand sie verwirrt und zitternd auf dem menschenleeren Bahnsteig. Ein schwülwarmer Hauch abgestandener Luft wehte ihr ins Gesicht, als der Zug den Bahnhof verließ. Schlagartig wurde ihr bewusst, dass sie nun endgültig allein war. Noch einsamer, als sie es im Waisenhaus gewesen war. Sie dachte daran, dass sie ihren Teddy in all der Hektik dort zurückgelassen hatte und hoffte, dass sich Aurora seiner annehmen würde. An wen sollte sie sich jetzt wenden? Wo sollte sie die Nacht und noch viel wichtiger die nächsten Tage verbringen? Es war Winter und bitterkalt. Mittlerweile machten sich Zweifel in ihrem Herzen breit, dass die Entscheidung, aus dem Waisenhaus zu fliehen, vielleicht doch eine übereilte gewesen war. Die Stadt war mit Sicherheit kein Platz für ein kleines Mädchen wie sie. Unschlüssig, wohin sie sich wenden sollte, stand sie einfach nur da. Schließlich setzte sie sich auf eine der Plastikbänke und fiel gedankenverloren und erschöpft in tiefen Schlaf. Sie träumte von ihrem Stoffbären und Aurora und der kleinen Mara und dem Werwolf, der sie aus dem Waisenhaus geraubt hatte, von den glühenden Augen und dem tiefen Knurren. Der Geruch erinnerte an das nasse, zottige Fell eines großen Hundes, und als Emily aus dem Schlaf aufschrak, blickte sie in das Gesicht eines Wolfes, der über ihr stand und triumphierend auf sie herabsah. »Dachtest, du könntest Larry entwischen«, hörte sie eine tiefe Stimme. »Da hast du dich aber schwer getäuscht, kleine Missy.« Emily riss die Augen auf und kreischte schrill. Das Wesen stand nur da und grinste hämisch. Es war tatsächlich ein Wolf oder vielmehr ein Junge mit einer langen, spitzen Nase und starkem Haarwuchs im Gesicht und auf dem Handrücken. Er trug eine alte, schmuddelige Jeansjacke mit Pelzkragen. »Keine Menschenseele entkommt, Larry«, knurrte der Junge. »Ist nie nicht passiert, dat kannst du mir glauben. Ist nicht passiert in 100 Jahren, sag ich mal.« Er entblößte eine Reihe scharfer Zähne, und wenn er so grinste, dann verschwand alles Menschliche aus dem spitzen Gesicht. »Bist ne Zeugin. Ist nicht gut, wenn mal Larry gesehen hat bei dem, was er so macht. Gar nicht gut. Erst recht nicht für den, der'n gesehen hat.« »Lassen Sie mich in Ruhe«, schrie Emily und wich ängstlich vor der Gestalt zurück, die ihre Reaktion amüsiert beobachtete. Der Bahnsteig war verlassen und Emily hörte nur ihren eigenen Schrei von den Tunnelwänden widerhallen. Dabei war es bereits kurz nach 5 Uhr, wie sie der Anzeigetafel entnehmen konnte, und der Tag war ein Mittwoch. Wo blieben die Passanten, all die Menschen, die auf ihrem Weg zur Arbeit die U-Bahn nahmen? Emily rutschte so weit wie möglich auf der Bank nach hinten und schaute zum nächstgelegenen Ausgang, wo der Wolfsjunge versperrte ihr den Weg dorthin. Sie würde es nicht schaffen, diesem Wesen davonzulaufen. Was sollte sie nur tun? Nun bereute sie es wirklich, aus dem Waisenhaus geflohen zu sein. Sie hatte Angst und ihr kindlicher Verstand konnte sich in 1000 Variationen ausmalen, was dieses Wesen mit ihr anzustellen vermochte. Dann hörte sie eine vertraute Stimme. »Miss Lane, Sie müssen mir folgen!« »Hieronymus?«, fragte Emily verdutzt und blickte in Richtung der Stimme, die ihren Ursprung unter der Bank zu haben schien. Der Wolfsjunge tat es ihr gleich und dies mit einer schnellen, ruckartigen Kopfbewegung, die ihr ahnen ließ, wie flink er zu reagieren vermochte. »Tun Sie, was ich sage!« Es wimmelte plötzlich überall von Ratten. Aus den Öffnungen der Luftschächte oben an der Decke kamen sie und rieselten auf dem Bahnsteig herab, krochen raschelnd aus den Mülleimern und ergossen sich aus den Löchern in den gekachelten Wänden. Sie strömten von den Schienen auf dem Bahnsteig und bildeten in Windeseile einen Teppich umherwuselnder pelziger Leiber. Die quiekten und fauchten und sich wie kleine Helden auf den Wolfsjungen stürzten. »Dreckige Drecksviecher«, knurrte der Wolfsjunge zornig und sprang instinktiv mit einem Satz in die Höhe. Emily bemerkte, dass er keine Schuhe trug und dass dort, wo normalerweise seine nackten Füße hätten sein müssen, große Pranken mit langen, vergilbten Krallen aus der zerrissenen Jeans lugten. Der Rattenstrom reagierte schnell wie ein Schwarm kleiner Fische und folgte dem Wolfsjungen. Wie wild stürzten sich die Ratten auf ihn. Wütend und mit einem boshaften Heulen hieb der Wolfsjunge auf die angreifenden Ratten ein, riss viele kleine Leiber in Stücke, wirbelte sie tobsüchtig umher, bekam sie an den Schwänzen zu packen und warf sie gegen die Wände, wo sie mit einem dumpfen Geräusch abprallten und leblos oder vor Schmerzen fiepsend zu Boden fielen. Das verzweifelte Quieken vieler verletzter und sterbender Ratten erfüllte den Bahnhof und hallte schauerlich von den Wänden wieder. »Folgen Sie mir, geschwind!« Emily richtete ihre Aufmerksamkeit nun auf jene Ratte, die an ihrem Hosenbein nach oben kletterte. Es war tatsächlich dieselbe Ratte, mit der sie im Waisenhaus kurz gesprochen hatte.
Das Tier hatte ein dunkles, fast schwarzes Fell und einen kleinen hellen Flecken auf der Stirn, dicht über den wachsamen, schwarzen Knopfaugen. »Laufen Sie dort hinaus«, wies die Ratte ihr den Weg. »Wir müssen Gleis 3 erreichen. In einer halben Minute fährt dort die Central Line ab.« Flink war das kleine Tier auf Emilys Schulter geklettert und krallte sich dort mit den kleinen Füßen an ihrer Schulter fest. »Und jetzt laufen Sie los!« Ohne zu überlegen, gehorchte Emily. Der Wolfsjunge kämpfte noch immer mit den Ratten, deren Strom allmählich abebbte. Die kleinen Wesen hatten keine Chance gegen einen ausgewachsenen Werwolf. Mittlerweile war Emily davon überzeugt, dass der Wolfsjunge ein solches Wesen sein musste. Sie vermochten ihn allenfalls abzulenken oder zu beschäftigen. Und nur das war schließlich das Ziel ihrer mutigen Attacke gewesen. Emily hatte keine Ahnung, weshalb die Ratten sich derart für sie einsetzten. Was ging hier nur vor? Sprechende Ratten, ein Werwolf, der ihr nachsetzte. Wie auch immer, sie rannte so schnell, sie ihre müden Füße trugen durch die Tunnel, die Ratte Hieronymus auf ihrer Schulter, und dann hörte sie das laute, langgezogene Heulen. Gefolgt von einem tiefen Keuchen und dem Geräusch, das scharfe Krallen auf dem Asphalt machten. Während des Laufens warf sie einen Blick zurück und wurde des Wolfsjungen gewahr, der ihr mit großen Sprüngen nachsetzte. Mit Schrecken erkannte sie, dass er sich im Laufen veränderte. Sein Gesicht schien sich zu verformen, dehnte sich zu einer langen Schnauze mit triefenden Lefzen, die Augen hatten erneut das rote Glühen bekommen und er rannte nun auf allen Vieren. Er knurrte, fauchte und keuchte. Pochenden Herzens erreichte Emily Gleis 3 und wie es die Ratte prophezeit hatte, fuhr genau in dem Moment die U-Bahn ein. Die Schiebetüren öffneten sich und Emily sprang in den ersten Wagen, den sie erreichte. Hinter sich konnte sie keinen Werwolf erkennen. Nach einem Augenblick, der einer Ewigkeit gleichkam, schlossen sich die Türen endlich und der Zug setzte sich infernalisch kreischend in Bewegung. Heiß war es und stickig. Es roch nach Teer und verschmorten Stromkabeln und dem Schweiß der Fahrgäste vom vergangenen Tag. Die wenigen bereits im Zug sitzenden und Zeitung lesenden Pendler warfen dem kleinen Mädchen in den schmutzigen Sachen abfällige Blicke zu. Emily beachtete die anderen Menschen nicht einmal. Sie fühlte sich keineswegs sicher. Keiner der Anwesenden würde sie vor dem, was ihr nachsetzte, beschützen können. Dann erreichte der große Werwolf den Bahnsteig und heulte wütend auf. Ein Passant im Nadelstreifenanzug, der wie der Werwolf den Zug verpasst hatte, blickte das Wesen erstaunt an. Emily glaubte noch zu erkennen, wie der wütende und genervte Werwolf den verdutzten und nunmehr eher ängstlichen als genervten Geschäftsmann mit ausgefahrenen Krallen ansprang. Doch dann war der Zug auch schon im Tunnel und der Bahnsteig ihrem Blickfeld entschwunden. »Wir haben es geschafft«, piepste die Ratte auf ihrer Schulter. Emily spürte den pelzigen Körper an ihrer Wange. »Hieronymus?«, fragte sie zögerlich. »Niemand anderes«, antwortete dieser. Eine ältere Frau mit Pelzmantel und Hut musterte Emily abfällig. »So jung und schon ein Punk«, Emily ignorierte die Alte. »Danke«, flüsterte sie Hieronymus ganz außer Atem zu, »für alles.« Dass sie mit einer Ratte sprach, wunderte sie schon gar nicht mehr.